Wieder hatten in Radstadt die Oldtimer-Traktoren Hochsaison. Zum 8. Mal veranstalteten die Dieselbrüder ihre Alten-Trophy, bei der sich alles rund ums Traktorenfahren dreht. Viele Neuerungen und die hohe Anzahl der Teilnehmer verliehen dieser Veranstaltung eine neue Dimension. Es war die erfolgreichste Alpentrophy seit Bestehen dieses Events. Knapp 200 Oldtimer-Traktoren gingen an den Start. Die Strecke war zwar die gleiche wie immer, es mussten jedoch drei Hindernisse bewältigt werden. Die Schikane meisterten die Fahrer bravourös. Doch das zweite Hindernis erwies sich mitunter auch als sehr schwierig. Und danach wurde es für die Lenker und Beifahrer sehr holprig. Nach einer einstündigen Verschnaufpause im Ziel ging es wieder retour. Fahrer und Traktoren wurden den zahlreichen Schaulustigen vorgestellt. Und im Ziel galt es dann noch einen Hindernisparcours zu meistern. Auch das Rahmenprogramm hatte einiges an Neuigkeiten zu bieten. Du, wir sind heuer das erste Mal dabei und das treibt uns unheimlich aus Trachtenfreien von den Garsteiner, dass wir da eingeladen worden sind. Wir sind da zuständig für Fleischkropfen, für Plattelkropfen. Da haben wir noch einen kleinen Stand über für das Minigolf oder für das Bauerngolf, wie es heißt. Und mich freut es, dass wir da super einteilt worden sind und dass wir heute halt da unsere Aufgaben gekriegt haben. Stichwort Bauerngolf. Dem Minigolf sehr ähnlich, ist aber dem bäuerlichen Leben und Umfeld angepasst und hatte auch so seine Tücken. Das Bauerngolf, das habe ich das erste Mal miterlebt. Ich und der Kassier, wir haben das hoffentlich mit Bravour gemeistert. Das erste Mal ist nicht so einfach gewesen, weil wir haben es gleich einen Stickelschuh in die Hand gedruckt, weil es geheizen hat. Aber Weiberleute muss auch schießen, nicht? Haben wir keins mitgehabt, wer soll ich da, nicht? Was diese Alpentrophy noch auszeichnete, waren die vielen Oldtimer-Vereine, die das erste Mal dabei waren. Unter anderem aus Tirol, Niederösterreich und dem Burgenland, wo den Einwohnern das hochalpine Leben fremd ist. Wir sind sehr gut zurechtgekommen, wir sind gut aufgekommen, alle fünf, und runterkommen auch wieder. Keiner ist stehen geblieben, hat alles gepasst. Nicht? Aber wir haben nicht nur das Leitergebirge, wir haben auch Weinberge, wir sind Weinbauern, aber das sind nur 30 Meter hoch. Gell? Aber auch Stammgäste waren anzutreffen. Ja, ich muss sagen, ich habe das einmal gelesen irgendwo, oder hat mir das einer gesagt, da ist ein Alpentrophäe und da habe ich es ein Jahr schon gehabt und das zweite Jahr bin ich gekommen. Seitdem bin ich immer dabei, weil mich das einfach fasziniert, weil das einfach super ist. Nicht? Die ganze Kameradschaft da ist. Der Veranstalter war zufrieden, die Stimmung war großartig und das hatte mehrere Gründe. Vielleicht haben wir in den letzten Jahren nicht viel falsch gemacht. Und dass die Leute das schon anspricht, ein großes Rahmenprogramm, einfach, dass das Ganze ein Erlebnis ist rundherum. Nicht nur ein einseitiges Traktorfahren, sondern es ist der Motorsägenschnitzer, es ist Haude Lukas, es ist der Bergbau am Golfparcours, Schnapsbrenner und Hinterbeide der Künstler. Es ist einfach sehr viel geboten und ich glaube, in Summe macht es das aus. Es ist mit Sicherheit wiederum eine Steigerung von vorigen Jahr auf heuer. Und du siehst es eh, uns wird nicht weiter hinter der Schank. Gell? Also mir gefällt es viel besser. Die Leute haben viel zum Zuschauen gehabt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da unten die Leute auch ein bisschen zum Zuschauen und zum Lachen was haben. Abends zeigten noch die Fireflyers ihre spektakuläre Feuershow. Und im Festzelt wurde gefeiert. Der Tombola-Hauptpreis, ein Traktor, ging nach Hüttau. Den Reinerlös der Alpentrophäe, ungefähr 4.000 Euro, spenden die Dieselbrüder wie jedes Jahr einem sozialen Zweck.